Mit vier heißen Reifen geht's gleich weiter. Nach der Werbung brennt am Wörthersee die Luft beim GTI-Treffen. Also, bis gleich. Der See ruft, tausende PS-Freaks kommen. Gummiqualm und Tuningrausch, das 20. GTI-Treffen am Wörthersee. Willkommen zurück zur Redaktion, was Deutschland bewegt. GUMMI. Ruft man diese fünf Buchstaben am Wörthersee, hat das ungeahnte Folgen. Dann brennt die Luft und der Reifen gleich mit. Seit fast 20 Jahren kommen die VW-Fans aus Europa, um die Sau rauszulassen. Diesmal brach die Veranstaltung sämtliche Rekorde. Rund 100.000 Autofreaks verwandelten die Ferienregion in eine überdimensionale Boxengasse. GTI-Treffen, ein Fest des Autos. Von und mit den wohl verrücktesten Fans des Wolfsburger Kraftpakets. Ihre Mission gut sichtbar an fast jede Heckscheibe pinnen. Der See ruft, wir kommen. Wir wollen kommen. Reifnitz am Wörthersee, vergangenes Wochenende. Seit 20 Jahren steigt hier immer um Christi Himmelfahrt die größte Autoparty Europas. Rund 100.000 GTI-Fans verwandeln das Erholungsgebiet in eine riesige Boxengasse. Aus Spaß am Fahren, Spaß am Auto und vor allem am GTI. Serienfahrzeuge sind verpönt. Wer hier auffallen will, sollte schon etwas Außergewöhnliches präsentieren. Ortswechsel. Reutlingen bei Stuttgart. Im Schwabenland heißt der Platzhirsch zwar Mercedes-Benz, doch für Steve Löffler zählt das nicht. Der 25-Jährige will anders sein, anders als die anderen. Steve fährt Golf GTI. Rund 25.000 Mark nur an Extras hat Steve in seinen GTI gesteckt. Autos müssen für den Computerexperten aus Wolfsburg sein, ohne Wenn und Aber. Ich finde die Marke einfach vom Design her schön. Die Qualität ist da und die Marke, die bringt halt auch einfach so das ganze Flair mit rum. Man hat halt doch die Möglichkeit, sich in den VW-Club mit einzubringen. Warum fahre ich kein Opel? Das Image bei den Opel-Fahrern ist nicht so der Hit, sage ich mal. Man hat immer noch im Hinterkopf das Ganze mit Manta und GSI und die ganze Sache. Und von dem her, davon war ich nicht so ganz begeistert. Und außerdem, GTI ist einfach eine Legende. Mit Freundin Nadine gehört Steve zum VW-Club Wolfsburg Society. 20 Mitglieder fahren dieses Jahr an den See. Das GTI-Treffen in Österreich ist Pflicht. Der Langsamste fährt vorne draußen und der Schnellste hinten rein. Und dann würde ich sagen, probieren wir es mal am Anfang mit 120. Und dann sieht man ja, wie es klappt. Dann können wir ja danach in München auf jeden Fall noch mal drüber reden, wie es von der Geschwindigkeit her passt. Und dann sehen wir ja dann weiter, wenn wir weiterfahren. Ne? Rund 600 Kilometer liegen vor den Fahrern bis runter nach Österreich. Um kurz nach 21 Uhr geht es los. Alle haben beschlossen, nachts zu fahren, um so dem Anreisestau zu entgehen. Zurück in Reifnitz. Hier brennt mittlerweile die Luft. Andreas Scherrer aus der Schweiz besitzt wohl den spektakulärsten Umbau der Szene. Auffälligste Veränderungen, Heckantrieb und das mittels eines 4,8 Liter V8-Motors. Bis dem durchgeknallten Bastler der Kühlerschlauch platzt. Ah, Kühlerschlauch. Na ja. Okay. Doch auch ohne Kühlflüssigkeit macht Andreas weiter. Außen sieht man gar nicht, dass ein V8-Motor drin ist. Und dass er Heckantrieb ist, sieht man auch nicht. Oder? Denkt jeder, ja, für was braucht er so Pneu hinten und Sidepipes? Aber wenn man startet, dann hört man es. Dragster V8 Golf. Ausnahmezustand überall rund um den See. Im Mittelpunkt steht aber wie immer der kleine Ort Reifnitz. Doch den meisten Autobesitzern sind die Autos hier zu schade für Gummi-Gummi-Aktionen. Anders vor den Toren der Stadt. Dort sitzen weniger anspruchsvolle Zeitgenossen. Das Campen ist kostenlos, Klos gibt es nicht und trotzdem ist man hautnah dabei. Denn schließlich muss ja jeder irgendwann einmal vorbeikommen. Warum kommen Sie hierher? Ja. Naja,
Bayern. 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 ED-Fahrer. Wie verbringt ihr den Tag? Saufen. Hauptnahrungsmittel, ganz kurz. Was Wodka. Er ist doof. Nahrungsmittel. Fleisch. Wodka. Bier. Bestimmt nicht jedermanns Sache. Doch irgendwie ist beim GTI-Treffen ja alles anders. Stau ist Kult, Warten kein Problem. Die Straße wird zur Werkstatt. Gas. Ja, jetzt passt es. Jetzt passt es, oder? Überhaupt kein richtig Gas gehabt. Wenn du so weitermachst, werden sie dich irgendwann ins Irrenhaus einliefern. Jeder will zeigen, wofür er stundenlang in der Garage gebastelt hat. Was ist das für eine Anlage? Die hat 2400 Watt. Und ja, im Prinzip nur ein Subwoofer hier drin. Und ja, ein Drei-Wege-System sonst eingebaut, sonst nichts. Okay. Golf 216 V, 140 PS. Eigentlich so nicht besonders, nur das Getriebe, hat einen langen fünften Gang. Fährt ca. 250 damit. Und sonst, ja, verchromt. Wer Wochen vorher keine der 60 Mark teuren Einfahrtsgenehmigungen für Reifnitz bestellt hat, muss draußen bleiben. Kilometer um Kilometer schlängelt sich dann der Stau um den See. Von schlechter Stimmung trotzdem keine Spur. Wie gefällt es euch auf dem GTI-Treffen? Voll super geil. Super. Okay, euer Tuning hier, die Bar? Das ist unsere eigene Bar. Und ihr? Gefrühstückt wird am Straßenrand. Schließlich fahren dort ja die Hauptdarsteller des Treffens im Sekundentakt vorbei. Was zieht euch hierher? Was ist das Coole am Wörthersee? Party, pur, alles. Frank Ritterbusch vom GTI-Club München will mit solchen Wörtherseegästen nichts zu tun haben. Für Gummi geben hat er eh nichts übrig. Schließlich hat der BMW-Mechaniker rund 50.000 Mark in seinen Golf gesteckt. Und heute ist Showtime. Sein weißer GTI geht zu einem Fotoshooting der VW-Zeitung WOP. Für jeden Tuner der Ritterschlag nach jahrelanger Arbeit. Das ist einfach nochmal die Bestätigung dafür, das, was man sich über jahrelang aufgebaut hat. Einen gewissen Stolz auf sein Auto hat man dann. Und das ist praktisch noch das i-Tüpfelchen, wenn sowas mal in die Zeitung kommt. Dass man sieht, aha, das Auto kommt also in der Öffentlichkeit an. Fotograf Helmut Horn ist gleichzeitig Chefredakteur der Zeitung WOP. Er entscheidet, wer es ins Magazin schafft und wer nicht. Also es gibt gar kein Kriterium, in die Zeitung zu kommen, sondern das Wesentliche ist einfach, dass jemand ein ausgesprochen außergewöhnliches, individuelles Einzelstück hat. Und bei Frank steckt der Teufel im Detail. Allein fürs kaum sichtbare, verchromte Getriebe hat der 31-Jährige 2000 Mark bezahlt. Alles ist verchromt und der Rest wirklich aufwendig. M3 Spiegel, sagt natürlich jeder Mensch, fährt doch heutzutage jeder mit rum. Hier ist hierum das Blech eingesetzt worden aus einer BMW M3 Tür. Das sieht man daran, dass diese Kante hier nach oben läuft. Das kann man an jedem BMW erkennen. Normalerweise würde beim Golf 2 diese Kante hier weiterhin waagerecht nach vorne laufen und macht dann hier hinten einen Halbkreis. Verständlich, dass Frank mit seinem 160 PS Boliden Trubel und die aufgeheizte Stimmung in und um Reifnitz meidet. Jeder Kratzer kostet ihn ein kleines Vermögen. Auf den Campingplätzen dagegen gilt jetzt nur noch das Gesetz der Party.